Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Und jetzt schon ein bisschen zu weit hinten. Das war Absicht. Ach so. Ja, ja. Wir haben so ein bisschen Kleinkrusch zu tun. Beziehungsweise halt so, ja. Oh, Sachen, die auch schon länger offen sind. Das auch noch. So. Und deswegen werde ich damit starten, die Ruhmeshalle zu erweitern. Und ich verkleinere mein Zimmer. Beziehungsweise ja, ich reiße du vergrößerst das Wohnzimmer. Ich vergrößere das Wohnzimmer, weil ich benutze eh nur diesen kleinen Teil und jetzt dann kann ich den Rest hiervon auch mal rausreißen und dann, wenn ich den Platz eh nicht nutze, kann man den auch ein bisschen schöner machen. Ja. Was man auch mal schöner machen könnte, wäre die Sortierung im Lager. Könnte. So, ich reiße die Ruhmeshalle ab. Komplett. Die ganze. Ja. So, weil hier fehlt ja noch einiges. Nicht einiges, hier fehlt noch ein bisschen was. Und eines Tages haben wir irgendwann vielleicht auch mal ein Beacon. Hoffentlich. Das war zu viel, was ich da abgerissen habe. So. Tja, ich weiß gar nicht, wie viel Quarz da fehlt am Ende. Aber wahrscheinlich einiges. Ich vermute auch. Alter, sieht es gleich schöner aus eigentlich, wenn das hier so schön offen ist alles. Ja. Dann hast du dich sehr gut drumherum gemogelt, dein Zimmer einzurichten. Richtig. Indem du es einfach abreißt. Oh, gibt es eine neue Sortiertruhe, das gefällt mir. Ja, es geht nicht anders. Vorerst zumindest. Ja. Hier ist ein schöner Bug, dass ich durch die Wand. So, so, so. Wunderbar. Jetzt ist noch dieses Eck hier übrig, wo mein Zimmer drunter ist. Das bleibt auch. Mein Steingefängnis. Ja, kann man so sehen. So, und noch mehr Zäune und dann. Hm.
Was denn? Ich weiß nicht, ob das so gut aussieht, aber... Ich denke, ich würde gern das hier vielleicht noch abreißen, aber das gehört ja eigentlich schon zum Dach von meinem Zimmer. Dann wäre das quasi so... Oh, ein Zaun fehlt mir. Dann hat man trotzdem noch diesen Bereich hier oben. Ich brauche mal mehr Zäune. Wir haben doch bestimmt Zäune. Ja. Ob wir die richtigen haben, weiß ich nicht. Ja, Fichtenzaun. Jetzt ist es gar nicht mal so lang bis zur Weihnachtswelt. Das stimmt, noch, ja. Ich glaube 6,5 Wochen oder so. Ja. Und stimmt. Wir machen bis dahin noch die Dschungelinsel fertig. Das wird so in. Ja, ich glaube. In 3 Wochen bauen wir die fertig. Also da fangen wir an. In 3 Wochen. Fangen wir an, die weiterzubauen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Ideen habt, was man in der Weihnachtswelt bauen könnte, oh, genau. Dann könnt ihr das gerne vorschlagen, weil bisher haben wir da noch nichts uns ausgedacht. Doch, es gab schon einen Vorschlag, den habe ich nicht vergessen. Nämlich ach ja, stimmt. Die, was hast du für einen Vorschlag? Ich weiß nur, dass es einen Vorschlag gab, aber ich weiß nicht mehr, was der war. Die Geschenkefabrik könnte man etwas verschönern, indem man noch andere Blöcke in die Wände reinbaut. Ja, um das ein natürliches Muster zu machen. Das wäre eine Idee. Mhm. Und naja gut, einen Rentierschlitten wollten wir ja letztes Jahr schon bauen. Mhm. Aber das können wir ja dieses Jahr noch machen. Aber wenn es da noch irgendwelche Ideen gibt, dann sind die willkommen. Ja. Einen riesigen Schneemann zum Beispiel. Oh ja. Oder, keine Ahnung, da gibt's viel. Gut, jetzt habe ich das Zimmer zwar abgerissen. Aber wirklich schön sieht es jetzt auch nicht aus. Ich reiß noch mehr ab. Beziehungsweise ich reiß einfach alles ab und vielleicht mache ich mein Zimmer auch ganz anders. Jetzt geht's aber, jetzt wird's aber hier. Ich brauche nicht mal ein Zimmer. Ich brauche einfach nur irgendeinen Ort, wo mein Bett steht. Ich brauche ein Zimmer. Mir ist das relativ egal. Wie man an der Einrichtung bisher wahrscheinlich auch gemerkt hat. Ja. Ich könnte mein Zimmer mal anders dekorieren. Ist ja quasi schon aus der Mode. Ist es das? Nö. Ach so. Ja dann. Kannst du auch so lassen. Ja, aber ich könnte es auch umdekorieren, weil man muss ja mal ein bisschen umräumen so mal. Das stimmt. Damit es nicht immer gleich ist. Richtig. Nur, dass ich keine Tapete habe. Also ein Wechsel. Genau. Bist du hier in der Nähe gerade? Ich bin in der Ruhmeshalle. Ich habe gerade jemand. Das klang so, als hätte jemand
Eine Laterne abgebaut. Ach, habe ich wahrscheinlich selbst gemacht. Okay, na, egal. Ich habe tatsächlich eine Laterne abgebaut. So. Oh Mann, jetzt habe ich keine Fichtenstämme mehr. Da muss ich welche holen gehen. Aua. Ihr habt noch im Lager aber, noch, oder? Also, ja, aber ich habe nur aus der Sortierkiste welche geholt. Ah. Fichtenstämme haben wir zuhauf. Deckweise. Oh, jetzt kriege ich gerade die Benachrichtigung. Minecraft Live ist jetzt live. Ah ja, heute gibt es den Mob-Vote. Bin ich mal gespannt, ob da was rauskommt bei was. Na, irgendwas wird schon bei rauskommen. Ja, der Pinguin hoffentlich. Nee, ich bin für den Krebs. Ihr könnt ja mal schreiben, wofür ihr seid. Toll. Weil ich da immer noch rauskommt. Da... Ist doch mir egal, warum das... Ach wohl, das kommt am Mittwoch. Ja, ich bin immer noch dafür, dass die einfach alles hinzufügen sollen, weil die sollen mal nicht so tun, als wäre das so ein Riesending, so ein blödes Ding hinzuzufügen. Es gibt jetzt schon Mods, wo du alle drei jetzt schon hinzufügen kannst, von irgendwelchen Leuten, die es zu Hause gemacht haben. Und dann kriegt Mojang das doch wohl auch hin. Ja, das stimmt. So, ah warte, ich habe doch Fackeln en masse in meiner... Schalkertruhe. Muss ich gar nicht ins Lager gehen, eigentlich. Mhm. Habe ich aber trotzdem gemacht. So. Ich soll meinen Balkon einfach abreißen. Ne. Wieso? Der ist doch weil der ist gut. Weil man da drauf immer landen kann. Ja. Und weil dann das Haus nicht so langweilig ist. Das stimmt. Aber ich bin mir unsicher, wie ich das verpacken soll. In diesen Raum. Wie man das mit am Geschenkpapier. Oh. Oder man macht einfach. Was ist, wenn man hier eine Treppe macht, die hier runter geht? Aber dann ist das Fenster verdeckt. Wo die Kirschblüten davor sind, das Fenster ist so oder so verdeckt. Guten Tag. Guten Tag. Das Fenster könnte man rausreißen, theoretisch. Ja, und dann die Treppe von hier, also oben erst so und dann erst so, aber ich glaube, das ist zu eng. Und dann ist sie halt vor dem Fenster hier und das würde ich lassen. Ja, ich auch. Aber hier den Gang rum über mein Zimmer, ich weiß nicht, das sieht, glaube ich, nicht so cool aus. Weiß nicht. Ich glaube schon, wenn man hier, ich meine, da kommt ja eh wieder eine Decke drauf, denke ich mal. Das weiß ich noch nicht. Wobei eigentlich könnte man... Na, wir sind ein Zimmer ohne Decke oder was? Na, oder das so hoch lassen wie jetzt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach das hier, wo jetzt abgegrenzt ist, als mein Zimmer mache. Und das einfach vergrößere. Also, ne, doppelt so breit mache und dafür dieser ganze Bereich, wo jetzt hier mit den Baumstämmen abgegrenzt ist, dass das mein Zimmer einfach wird. Ach so. Ohne, also mit so einer hohen Decke halt. Aber die Treppe muss man da halt lassen, weil hier das Lager drunter ist. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht. Naja, ich geh mal wieder rüber. Ja. Hast du Quarz geholt? Nee. Ich hab Stein da gelassen. Mein Inventar ist voll. Aber das dauert gar nicht so lang. Das, was lang? Oh, warte, Duscha. Ich hab einen dabei. Das, ja, wegen mir ist kann man auch. Ja, gut. Was so lange dauert es, das Quarz holen zu gehen? Ja. Das Bauen an sich geht eigentlich, wenn man das Quarz hat. Da
Pass stimmt. Ich teste mal, wenn ich das hier so zubaue, so war es ja, glaube ich. Ach, das Geräusch, was ich vorhin gehört habe, war, weil ich auf die Laterne draufgetreten bin. Ah. So, ich baue jetzt die Wand genauso, wie sie war, wieder hin. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann müssten die Blöcke genau aufgehen. Mhm. Das Ding ist halt, wenn ich mein Zimmer zudecke, quasi als eine Decke das mache, dann ist da oben schon wieder ein relativ großer Raum, wo dann wieder leer ist, der quasi dann über meinem Zimmer ist. Ja. Und dann würde die Treppe hier rüber gehen. Nicht Treppe, sondern der Gang rüber zum Balkon. Oder, das ist, glaube ich, die bessere Idee. Ich mache mein Zimmer einfach oben in den Raum hier rein. Ja, ich glaube, so mache ich es. Irgendwie geht es doch nicht ganz auf hier. Ich habe noch ein paar Blöcke übrig. Und ich weiß auch warum. Oh ja, tatsächlich. Ich habe das falsch gebaut hier. Nicht falsch. Ich habe noch was vergessen, sagen wir es so. In den Wänden. Da habe ich sogar vorhin noch dran gedacht, aber ich dachte, ich hätte es inzwischen gemacht. Habe ich aber nicht. Ja, jetzt geht alles auf, nämlich, wenn ich mal hier so die Blöcke angucke. Wobei, ach, ich sehe es ja dann. Ja, das wird schon passen. Naja. Ja, doch, jetzt geht's auf.
Einwandfrei. Jetzt muss man nur noch den Rest mit Quarz auffüllen. Nur noch. Das ist ja jetzt quasi ein Kinderspiel. Easy. Ist draußen schon wieder dunkel? Kann sein. Nee, ich höre nur hier Zombies in der Wand. Dein Plan. Dass mein Zimmer da oben eingerichtet wird, wo ich gerade mein ganzes Zeug reingeschmissen habe. Und unten? Das unten baue ich zu. Ah. Ja, das ist gut.